Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meiner Motorradreisen. Im letzten Jahr bin ich ja im Frühjahr ins Weserbergland gefahren und im Sommer in die Alpen. Und Corona-bedingt geht es diesmal nur in die nähere Umgebung von Bremen. Unter dem Motto ins Moor und auf die Geest fahre ich heute mit euch einmal in die Nähe von Worpswede, in eine Moorgegend und dann in die Nähe von Heiligenrode auf die Geest. Diesmal werden wir nicht auf der Straße fahren, sondern Offroad unterwegs sein, also durchs Gelände fahren. Und das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis und wir hoffen, dass es euch gefällt. Doch zunächst einmal muss ich jetzt mein Pferd aus dem Stall holen. Ja, hier geht's rein in die Garage und das Ganze hat so ein bisschen Motorradfahrer-Flair bekommen, weil ich mal irgendwann die Chance hatte, aus einer Schaufensterauslage ein paar Bilder zum Thema Isle of Man zu bekommen. Und da steht schon noch das gute Stück. Eine BMW GS Adventure. Erster Akt. Schlüssel reinstecken. Entriegeln. Zweiter Akt. Tankrucksack. Aufbauen. Dritter Akt. Navigationssystem. Rausholen. Fragen sich einige, warum hast du denn die Koffer drauf? Du fährst ja gar nicht auf weite Strecke. Die Antwort dazu ist, aus Sicherheitsgründen. Denn wenn ich durchs Gelände fahre, speziell, kann es schon mal passieren, dass man in weichem Sand oder in tiefem Modder zur Seite kippt. Und wie man hier sehen kann, haben wir vorne Sturzbügel. Und damit man sich nicht die Füße einklemmt, hinten lasse ich die Koffer dran. Ich falle dann also sanft zur Seite, wenn das mal passiert. Und das hat zwei Vorteile. Erstens, dass ich mir die Füße nicht einklemme und rausrutschen kann. Und zweitens, weil ich dann natürlich alleine unterwegs bin, in unwegbarem Gelände, dass ich die Maschine dann leichter wieder alleine aufrichten kann. Jo, das ist also der Grund, weswegen die Koffer auch im Gelände dranbleiben. Okay, also auf geht's und gute Fahrt. Ich hoffe, es gefällt euch.
Ja, hier gibt es einen schönen Querweg, der zwei Ortschaften miteinander verbindet. Früher war das wahrscheinlich ein Schulweg für die Kinder mit dem Fahrrad und so. Heute kaum noch benutzt, ziemlich auf und ab, aber das ist natürlich genau das, was mit einem Cross-Motorrad richtig Spaß macht. Hier um einen umgefallenen Baum herumzirkeln, hier durch eine Matschkuhle ein bisschen rumzirkeln, das macht schon Spaß. An den sanften Schwingungsbewegungen kann man schon sehen, welche gute Federung die GS hat. Hier kommen wir jetzt durch den Ortskern von Worpswede vorbei an der berühmten Music Hall. Zwischen Neu-St. Jürgen und Hüttenbusch gibt es diese abgelegene Moorgegend, Schotterstraßen und Waldwege. Ein fantastisches Revier. Die Birkenalleen und das links und rechts tiefer gelegene Feld, wo abgetorft wurde, sind ein typischer Anblick dieser Gegend. Hier gibt es die schöne alte Wassermühle von Heiligenrode. Musik
in der Nähe von Kirchseelte gibt es Sandkuhlen und dazwischen abgelegene Strecken, die es in sich haben. Hier geht es elegant über einen Baumstamm rüber. Doch hier geht's definitiv nicht mehr weiter. Alles zugewachsen. Früher konnte man hier noch durch. Also gibt's nur eins. Andersrum um die Kuhle herumfahren. Hier wird's noch mal ein bisschen tricky. Da geht's links runter in die Sandkuhle und der Weg bewegt sich an der oberen Kante entlang. Das mal umdrehen. Da bin ich leider nicht drüber gekommen. Aber nur, weil der Baum diagonal liegt. Wenn er gerade liegen würde, hätte das geklappt.
Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war, denke ich mal, ein bisschen was anderes. Und die nächste Folge über Motorräder wird dann eher eine Geschichte über die Motorräder, die ich in meinem ganzen Leben gefahren habe, mit dem Titel Moped-Karriere. Also, wenn ihr Lust habt, schaut wieder rein. Danke, dass ihr zugeschaut habt und tschüss, bis zum nächsten Mal.